So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Ich habe festgestellt bei Folge 54 oder so war es am Anfang wieder kurz ein bisschen schlecht. Ich hoffe in den anderen Folgen nicht. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Na, das ist echt ganz merkwürdig. Ich kann es einfach nicht sagen, womit das zusammenhängt. Ich verstehe es ja selber nicht. So, ach so. Ja, moin. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein. Hier, Wechsel. Ja. Ups. Ja, ich habe in der letzten Folge am Anfang rausgefunden, dass es Cadence of Hyrule als Demo gibt und das jetzt mittlerweile gespielt. Der Fail-Part ist schon oben. 1,45. Ach, 1. Ah. Eine Dreiviertelstunden Fail. Aber gut. Dafür weiß ich jetzt, wie das Spiel funktioniert. Wird mich schon interessieren, das mal zu Let's Play. Aber das ist jetzt nicht Thema. So, was jetzt Thema ist, sind neue Empfehlungen von Aggressor. Ein Normal und ein Ä. Weiß nicht, was das Ä ist, aber ich habe Angst. Warum krieg ich halt mein eigenes Level hier? Es ist grausam. Ich will nicht daran erinnert werden. Bitte mach das weg. Dankeschön. So. Später. Fangen wir mal an. 8NF. F4G. Ich habe wieder so schön geschrieben wie möglich. XHF. Weh, es kommt nichts. Verdammt, was habe ich wieder falsch gemacht? Ist es doch eine 6 und kein G? So schön geschrieben wie möglich. Was habe ich? 8 NF. Oh. Hä? Da fehlt ein Buch. Hä? Oh nein, was habe ich denn da gemacht? Ich habe zwar so schön wie möglich geschrieben, aber da fehlt ein Buchstabe. Hihi. Moment, ich muss mal ganz kurz auf Twitter. Da hat das erst letztens geschrieben. Das ist sofort hier irgendwo greifbar. Da. P8N. Ah. Ich habe Buchstabe vergessen. Ich habe wirklich so schön geschrieben wie möglich, aber ich habe Buchstaben einfach vergessen. Ah. P8N, F4G. Es war tatsächlich ein G. XHF. Okay. Manchmal weiß ich auch nicht. So. Ach Mensch. Circling the Trapped Rooms. Also das soll wie gesagt normal sein. 1, 2, 3, open the way to the next room. All cannons are friendly. Ist das normal? Normales Level, das hier, weniger als 1% Abschlussrate und der es abgeschlossen hat, hat 42 Minuten gebraucht. Und ist das andere. Sind vielleicht die Codes vertauscht? Ich gebe jetzt erstmal kurz den anderen. Also ich gehe mal kurz rein, dass ich es angespielt habe, dass ich gleich wieder reinkomme. Aber ich gebe dann erstmal kurz den anderen ein und guck mal, was dabei rauskommt. Eine einzige Person hat es geschafft. Und das soll das normale Level sein. Okay, vielleicht, vielleicht auch nicht. So, 6N2. Also ich finde lustig, wenn jetzt was noch Komischeres kommt, weil dann ist wirklich das erste das normale Level und das zweite das Ä. Aber laut Twitter ist das hier das Ä. So, Ä. Ach so. Jetzt habe ich es aber von Twitter abgeschrieben. 6N2 19D JWF. Das habe ich jetzt aber wirklich genauso abgeschrieben. Meins ist ja ein Blockbuchstaben vor mir. 6N2 19D
JWF. Ist das vielleicht ein G? Also, ich, ne, das ist jetzt nicht meine Schrift, das ist jetzt Blockbuchstaben, aber vielleicht kann man es sich ja da auch irgendwo anders mal verlesen haben. Nein, ist es auch nicht. Ja, dann weiß ich nicht. 6N219DJWF. Vielleicht ist es ja auch gelöscht. Wenn es eh ein Ä ist, vielleicht wurde es gelöscht. Gut, dann gucken wir uns jetzt halt mal das 42-Minuten-Ding an. Wie komme ich denn da jetzt hin? Gespielte Level. Nein, wo? Ich hab's doch gerade geöffnet. Dann muss das doch... Ich bin doch nur kurz raus. Ist das dann schon nicht mehr da? Oh. Was ein Fail. P8N. Deswegen habe ich es doch extra geöffnet, dass es bei gespielte Level vorhanden ist jetzt. Was ist das denn für ein Käse? Also man kann es in 2.23 schaffen, wenn man das Rätsel offensichtlich kennt. Gut, das ist doch schon mal aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Rätsel lösen kann, wenn es eine einzige Person bisher gelöst hat. Und die dafür 42 Minuten gebraucht hat. Also ich muss hier die ganze Zeit rumcirkeln, ja? Ach so. Wird es einfach nur immer schwieriger mit jedem Circle? Ist es dann am Ende doch kein Rätsel? Naja, das muss ja dann trotzdem ein rätselartig auch sein, weil sonst würden sich die sonst würden sich die 42 Minuten ja nicht erklären. Außer er hat ganz oft den On-Off verpasst. Keine Ahnung. Also ich bräuchte was, um diese Blöcke da aufzumachen. So, das schon mal als erstes. Mist. Ja, vielleicht ist er wirklich eine halbe Stunde hier am On-Off vorbei, so wie ich jetzt gerade. Ich könnte ja schon einen Schritt weiter sein. Ich könnte es aber auch lassen. Okay. Was will er denn mit Cannons are friendly? Noch sind gar keine da. Die kommen wohl gleich dann erst. So. Wieso kriege ich beim ersten Mal den Sprung hin und wenn Munchies da sind, nicht mehr? Dankeschön. Da sind die friendly Cannons. Und ich habe ein... Oh Gott. Oh, er muss ja echt schnell... Oh, verdammt. Okay. Dann gibt es dazwischen einen Check... Jetzt verstehe ich, wie die 42 zustande kommt. Es gibt dazwischen einen Checkpoint. Und ab da zählt ja dann die Zeit hoch. Und wenn man da dann einfach länger braucht, immer wieder, wenn das stirbt, zählt die Zeit ja weiter. Anders als wenn ich hier immer neu starte, weil ich da ja wirklich die Zeit komplett neu starte. Und jetzt komme ich hier durch. Aber kriegt noch keinen Checkpoint. Eieiei. Oh, ich muss jetzt... Oh Gott, was? Nee, Mann. Da ist mein Checkpoint. Ich schade. Okay. Das wird ja interessant. Also der erste hatte 3 Cycles, ne? Dann ging's los. Ich überlege gerade, ob ich den nicht gleich zweimal drücken kann. Aber da hier wieder zurück, nee, das haut nicht hin. So. Lass mich da durch! Okay.
Kisten auf. Okay. Auch diese Cannons sind wieder friendly. Und jetzt kommt die da runter. Und jetzt nochmal und dann kommt... Oh Gott, da kommt er schon. Ich bin zu schlank. Ich bin zu langsam. Oh, das gibt's da nicht. Aber ich bin einen Schritt weiter. Ich bin wieder einen Schritt weiter. Sheesh. Oh, da kann man einfach drüber laufen. Stimmt, ich brauchte gar nicht springen. Aber das nützt mir ja beim ersten nichts, wenn ich jetzt beim ersten schneller bin. Muss beim zweiten schneller durchkommen. Eieieiei. No. So. Gleich hinterher. Oh Gott, oh, das macht halt jetzt noch zusätzlich den Abgrund. Ah. Okay. Also bis zum Checkpoint werden wir kommen. Da sehe ich mich schon. Beim Checkpoint sehe ich mich. Ich habe halt keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Und die Level-Idee ist grandios. Wisst halt jetzt gerne, was das war, aber ich habe es genauso eingetippt, wie es auf Twitter steht. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht tun. Das hier ist eindeutig der Circle of Life. Oder Death. Nicht sicher. Einfach durch. Dankeschön. Uff. Okay. Ich meine, es gibt ja auch noch die Zwischen... Oh, ich bin viel zu spät los, ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt auch noch die Zwischenlücken, um ein bisschen schneller zwischendurch zu werden. Vielleicht muss man die nutzen. Ich hoffe nicht. Ich möchte gerne einfach direkt immer rumkommen. Oh, boah, Mann, nein. Und dann kommt die Aufregung immer dazu. Und das wird später, wenn wir dann noch mehr Kreise haben, echt schwierig. Oi, oi. No. No, 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 no. Ja gut, die Lücken sind allerdings eigentlich gar nicht für mich gedacht. Sondern die sind einfach nur notwendig, ihr Übel, dass das Level funktioniert. Oh mein Gott! Gar nicht zu sehr rumschaukeln. Ach Mann! Aber auch nicht zu schnell sein, sonst rennen hier die Mancha. Puh.
kommt da gerade eine Idee. Hier geht es zwar nicht, aber in dem anderen Raum könnte das gehen. Dass man die Lücken auch ausnutzt, um wieder hochzukommen. Geht das vielleicht? Da kommen doch Kanonen runter dann. Aber die landen, ne, die landen da unten. Das werde ich nicht schaffen. Nee. Nee, nee, das reicht nicht, um wieder hochzukommen. Deswegen hat er da auch keine Barriere hingesetzt. Oh boy. Okay, zeitlich glaube ich ganz gut. Sowas passiert mir besser nicht, wenn ich mal in einem letzten Abschnitt bin. Dann werde ich ein bisschen stinkig. So. Huff. So. Dass ich das nicht treffe. Ach Mann. Ich werde jetzt einfach zu aufgeregt schon beim zweiten Kreis. Weil ich weiß, denn da kommt der Checkpoint. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Man hat aber halt auch echt nicht viel Reaktionszeitraum. Also, es ist schon happig, ne? Oh Gott, lass mich da durch. Mit den Haken ist das... Oh, mit den Greifen. Mann. Das ist so unangenehm. Mal landen sie, mal landen sie nicht. Mal fällt man durch, mal nicht. Oh Gott, jetzt bin ich in die Lücke da oben rein. Ach Mann. Und bisher war es halt immer so, dass der mich eingeholt hat, wenn ich nicht schnell genug war. Das ist kritisch. Das ist äußerst, äußerst kritisch. Können wir nicht pro Kreis nennen? Das verstehe ich halt wieder nicht. Warum muss man es besonders schwierig machen? Warum kann man nicht einfach pro Abschnitt einen Checkpoint setzen? Wäre doch problemlos möglich, oder? Ah, weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Checkpoints man maximal hat. Ah, vielleicht kann man nicht so viele Checkpoints setzen. Ich weiß es gerade nicht. Gab es da eine Regulierung? Und hoch. Und rüber. Aber ich bin jetzt schon wieder... Guck mal, der ist schon zur Hälfte rum. Der holt mich. Oh Gott. Nein! Wieso? Was ist passiert? Ich hab's nicht... Ich weiß es nicht. Was ist passiert? War ich im Haken drin? Bin ich rausgefallen? Ich hab's nicht gesehen. Verdammt! Ich hab's einfach nicht gesehen. Ich wollte jetzt gerade den Sprung ansetzen, um rauszukommen. Hab ich versehentlich nach unten gedrückt? Oder was war das? Ich weiß es nicht. Das ist gerade ein Tod, den ich mir wieder nicht erklären kann. Ich weiß nicht, wo er herkam. Bin ich ganz knapp dran vorbei? Ich hab nichts... Ich hab's nicht wahrgenommen. Ich war einfach nur tot. Plötzlich. Ich weiß es nicht, woher das kam. Mist! Also es sind immer drei Umdrehungen und dann hat man es geschafft. Aber es hieß es ja auch 1, 2, 3. Oh Gott! And the circle starts again.
So. Ich will die gar nicht so sehr zum Schwingen bringen, weil ich glaube, dass... Dann habe ich eher die Chance, dran vorbeizuspringen. Ich denke, ich bin einfach dran vorbeigesprungen. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin zu langsam. Der kommt schon. Yes! Oh, Checkpoint. Okay. So. Ab da beginnt bei dem anderen jetzt erst die, die 42 Minuten, ne? Okay, der Weg da unten wird gleich andersrum sein. Das ist auch schon mal interessant. Also ist immer nichts zum Runterfallen. Ich treffe halt den Dings jetzt nicht. Aber jetzt ist es halt egal. Ich kriege ja den Checkpoint. Ah, da oben. Das wird interessant, weil ich werde jedes Mal zu weit geschleudert. Und dann habe ich keine Zeit mehr. Oh, und dann fahren die Dinger hier so hin und... Ah, nee, die bleiben hier am Rand. Alles jetzt nicht gut. Und jetzt fahren sie zurück in die Mitte. Okay. Und dann hüpfen sie da hoch und runter. Okay. Aber ich denke mal, das Problem wird der zweite Ring sein und nicht der erste. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Ringe jetzt noch kommen. Ah, da wird man so rübergeschleudert. Das ist äußerst interessant. Und man hat halt nicht die Zeit, das zu regulieren. Oi, 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 oi. Das fühlt sich richtig komisch an. Ah, ja gut, jetzt bringe ich mich um. Das bringt so nichts gerade. Okay. Ich habe aber gerade eine Idee. Ich muss mal was testen. Wie hoch? Nee, okay, da komme ich nicht hoch genug. Ich wollte mit dem... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, wenn ich das mache, ist vorbei. Dann höre ich auf. Wenn ich das mache, ist vorbei. Wenn ich hier neu starte, dann... Nein, nochmal spiele ich es nicht. Nochmal spiele ich den ersten Teil auf keinen Fall. Jetzt muss ich es mir wieder aufholen hier. Okay, ich habe aufgeholt. Es gibt... Dass der so weit direkt einen rüberzieht, das ist unfassbar. Ich mache nur einen kleinen Sprung und der zieht mich komplett durch. Oh, ist das gemein. Okay. Der zieht mich einfach komplett durch. Von einem kleinen Sprung. Ich muss anhalten. Aber dadurch, dass ich anhalten muss, verliere ich so viel Zeit. Hier, jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr ran. Jetzt zieht es die in die Mitte. Jetzt kommt hier noch ein Springboard her. Und das hat genau getroffen. Ah, es hat genau getroffen. Oh, und diesen blöden Ring muss ich jedes Mal machen, wenn ich den anderen... Wenn ich beim anderen landen werde. Ach, Himmelhilf. Ich komme nicht da weiter. Der springt da drüber. Das macht mich aggro. Weil ich da immer anhalten muss. Das gibt's doch nicht. Lass mich darüber jetzt. Boah. So, jetzt gleich rüber, gleich rüber. Gar nicht erst von denen stören lassen. Okay, ich habe genug Zeit. Der trifft wieder genau. Nein, hör auf Neustart zu drücken. Der trifft wieder ganz genau. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie genau der wieder trifft. Nein, hör auf, da bis in die Ecke reinzuspringen. So. Gleich rüber, gleich rüber, gleich rüber. Nein! Ah, jetzt habe ich doch schon wieder verkauen. Das ist doch schon wieder überhaupt nicht mehr machbar. Jetzt kommt der und der wird mich jetzt wieder genau treffen. Na klar, dass der mich aber auch immer trifft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich durch. Die bleiben da in der Mitte, okay. Die bleiben da in der Mitte, das ist auch nicht gut. Die bleiben dann in der Mitte. Was ein Level.
Und es ist erst der erste Kreis von den zweiten Zweien. Ich hoffe, es sind wieder nur zwei. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist... Ich kann noch so kurz einen Sprung machen. Der hüpft mir direkt viel zu weit. Ohne wenn ich nicht bremse. Und wenn ich bremse, ist es im Prinzip schon wieder mein Todesurteil. Weil ich eigentlich nicht bremsen darf. Das war jetzt okay. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. So, gleich hier rüber. Schön Anlauf. Schön Zeit. Nein, ich habe den verfehlt. Oh nein. Nein, ich habe ihn schon wieder verfehlt. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Oh mein Gott. Okay, jetzt lass mich da durch. Oh yes. Ach du Schande. Kriege ich hier einen Schuh? Hä? Das war offensichtlich falsch. Ducken. Mist. Zu langsam gedacht. Ducken. Geduckt durchrutschen. Okay. Nein. Okay, gleich weiter. Nein! Oh, ich hasse es. Ja, das war's. Okay, tschüss. Nein. Ja, das kann ich auch schon wieder vergessen, oder? Ich glaube nicht, dass ich da noch rumkomme. Ja, toll. Ach komm, ist ja unfassbar. Wow, okay. Aber das wird richtig unangenehm, weil das sind Sägen. Und Sägen und Schuhe haben wir schon gesehen. Das wird richtig unangenehm. Ich will das nicht. Ja, genau deswegen. Das ist komplett random, wie die reagieren. Das ist komplett... Das wird mich richtig aggressiv machen. Ich warne vor, das wird mich richtig aggressiv... Schaut euch diesen Scheißdreck an. Das macht mich jetzt schon sauer. Weil die kannst du nicht steuern. Ich darf nicht auf den Sägen landen. Ich darf nicht auf den verfluchten Sägen landen. Und dann muss ich auf dem letzten Ding drauf landen... Und dann den erwischen. Und jetzt wird es ja noch schlimmer. Ah, ja, jetzt habe ich es eh verhauen. Cool. Ah, was kommt denn da dann alles noch runter zusätzlich? Gottes Willen. Boah, ist das ein Level. Da weiß jemand, wie man Leute wütend macht. Ah. Nein! Oh Mann! Rüber. Ich hab noch die Zeit. Theoretisch ist alles noch drin. Jetzt nicht mehr. Nein! Nein! Okay, so? Nein! Was ist das? Hoch da! Oh, das reicht nicht mehr. Das haut nicht hin. Ja, dass der genau wieder mit runterfällt. Och, ist das gemein gebaut.
Link. Okay. Das war gut. Ich habe eigentlich genug Zeit. Ich könnte sogar einmal zurückgedrückt werden. Muss ich gar nicht mehr. Ich habe eigentlich echt genug Zeit, jetzt hier durchzukommen. Okay. Uff. Trotzdem war es knapp. So. Nein! Käse! Na! Wirst du wohl rübergehen? Nicht da rein. Nee. Wow. Das war ein bisschen cranky. Das ist, was ich meine. Jetzt muss ich erstmal wieder hier Vorlauf gewinnen. Okay, und go. So, die erste Runde ist eigentlich nichts Besonderes. Was ist jetzt passiert? Scheiße ist passiert. Hat einen kompletten Springboard-Turm runter, ja? Nein, jetzt ist er nicht gesprungen. Ah! Nein! Na, jetzt bin ich vorbei. Jetzt ist vorbei. Denn was für Level schickt ihr mich denn? Oh. Wieso bin ich nicht einfach der YouTuber, der normale Sachen spielt? Warum bin ich so? Warum spiele ich sowas? Ah. Ach Gott, ach Gott. So. Weiter, weiter. Hopp. Husch, husch. Nee, aber ernsthaft, warum muss ich denn jetzt wieder der Zweite sein, der das Level hier abschließen will? Warum? Man sieht doch, dass es kaum machbar ist. Wieso muss ich das denn... Ist doch nicht meine Lebensaufgabe, hier den Quatsch zu spielen. Ach, so. Gottes Willen. Nein, jetzt war ich zu schnell. Ich hasse alles. Ah! Ey. Lass mich durch. Oh Gott, das war knapp. Ich hatte echt Bedenken gerade. Nein! Eeeeee!
Jetzt habe ich echt ein Problem, weil jetzt kommt er schneller hinterher, als ich gucken kann. Ja, das war's. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal umkriegen... Nee. Das kriege ich nicht mehr umgeändert. Ach, Mann, ey. Der kleine Vorteil ist der, ich kann mich am Ende einmal treffen lassen, weil ich dann, also wenn der P-Switch ausgelöst ist, dann kann ich mich theoretisch einmal treffen lassen, weil ich ja den Schuh nur verliere. Außer ich brauche den Schuh nachher noch. Ich hoffe nicht. Das ist bisher ein kleiner Lichtblick, den ich habe, dass ich den letzten Treffer sozusagen mir gestatten kann. Ne, wenn ich jetzt hier unten wäre und mir den Schuh hätte, könnte ich den Treffer nehmen und trotzdem noch durch die P-Switch-Dinger kommen. In der Hoffnung, dass ich den Schuh hinten nicht nochmal brauche. Das wäre mies. Das wäre mies. Ah. Nein! Du Hund! Nein, lass mich durch! Ah! Okay, okay. Okay. Ich verstehe das. Ich verstehe das, du magst mich nicht, okay? Beruht auf Gegenseitigkeit. So, jetzt gehen wir hier ganz in Ruhe durch. Wir haben gerade alle Zeit der Welt. Jetzt nicht mehr. Ich hasse Schuhe und Sägen. Ey, das ist so ein asozialer Mist. Oh mein Gott. Es ist so ein asozialer Mist, Schuhe und Sägen. Man kann es nicht steuern. Ah. Man kann es nicht steuern. Es geht nicht. Es ist komplett random. Und damit macht es den hinteren Teil halt echt unfair. Na, alles andere kann man ja... Aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Wie mich das von der Säge runterhaut, ist RNG. Ich darf einfach nicht auf der Säge landen. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Ich darf nicht auf der Säge landen. Das ist das, was ich beeinflussen kann, ne? Das ist dann klar. Das ist sozusagen... Aber wenn ich auf der Säge lande, ist vorbei. Ab dann bin ich der Willkür eines Zufallsgenerators ausgesetzt. Das war super knapp. Jetzt ist er nicht gesprungen. Ich hasse alles. Nein. Ja. Nein! Ja, da. Aber selbst von hier käme ich noch schnell genug dahin. Das ist, was ich meine, ne? Das ist, was ich meine. Wenn ich den P-Switch mal ausgelöst habe. Dann habe ich gewonnen. Das ist ja schon die Runde danach, ne? Wir haben es ja im Prinzip. Ich hätte ihn jetzt nur noch auslösen müssen, nachdem ich den Turm da oben auslöse. Und dann hoffe ich halt, ich brauche den Schuh nicht mehr. Das wäre... Ich werde natürlich schon so spielen, dass ich den Schuh behalte, aber ich kann halt das als kleinen Joker sehen. Oh, und dann treffe ich das Ding wieder nicht. Aber wir sind im Moment gut dabei. Steuerungstechnisch sind wir auch ganz gut. Oh, das war knapp. Das war zu knapp und ich habe zu viel Zeit verloren eigentlich dabei jetzt gerade. Aber wir sind gerade echt gut dabei. Jetzt einfach kein Quatsch machen. Kein Quatsch machen! Ach, ich wollte ihn noch treffen. Aber ich glaube, von da ist er auch zu langsam. Ich glaube, von da ist es auch zu spät. Aber das ungefähr, das ist es. Ungefähr, das ist es. Ich darf einfach nicht auf diese verfluchten asozialen Sägen drauf. Das habe ich in der Hand. Ob ich auf den Sägen lande, habe ich in der Hand.
Insofern ist es nicht ganz unfair. Ist schon richtig. Ist schon richtig. Ist schon richtig. Lass mich durch. Dankeschön. Ich frage mich halt trotzdem, warum ich sowas spiele. Was habe ich denn davon, das dann zu schaffen? Ja gut, doch, man fühlt sich gut, wenn man es geschafft hat. Doch, ja, doch, doch, doch. Es ist schon so ein bisschen Eigenlob. Nein! Einfach etwas zu erreichen, von dem man gedacht hat, man erreicht es nicht, das ist schon was, was einem, ja, gut tut in gewisser Weise. Hör auf! Durch! Weh, ich brauch den Mist noch. Weh, ich brauch den Mist noch. Ich will den Schuh nicht mehr. Checkpoint? Ich sehe jetzt den... Ich sehe das Ding vorher, aber ich muss es spielen. Ich muss das jetzt spielen. Ich krieg keinen Checkpoint. Warum? Warum ist hier nicht noch ein Checkpoint? Ich könnte hier noch einen Schuh haben, im Übrigen. Also den Schuh kann man behalten. Dann hätte ich ihn hier noch als Hit. So, jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an. Naja, toll. Das ist jetzt nicht so ganz in Ruhe. Kann man das irgendwie, ohne dass die Zeit weiterläuft? Weil so sehe ich halt auch nicht so viel. Aber ich muss... Wie viele Cycles sind es? Es sind diesmal zwei Cycle, ja? Also ich muss da hoch, die roten überspringen. Und nachher ist der Weg dann dadurch, wo jetzt das rote ist. Ah, der Weg danach wird unangenehm. Aber das ist dann der letzte Weg. Aber ich werde sterben. Ich werde einmal sterben. Mindestens. Oh, verdammt. Oh, verdammt, ey. Ich werde es nicht auf Anhieb hinkriegen. Aber danach ist das Ende. Danach ist das Ende. So, jetzt gucken wir mal, wie knapp das alles wird. Okay, der erste Cycle ist komplett machbar. Okay, der zweite auch. Yes! Das war super einfach. Der war am einfachsten. Gott sei Dank war der am einfachsten. Gott sei Dank konnte man sich den vorher angucken. Boah, doppelt so schnell wie der Typ, der andere. Ist mir aber egal. Aber es ist halt doppelt so schnell gewesen. Es ist mir aber egal. So, kurzes Erfolgsgefühl bis zum nächsten Level, wo man wieder hängen bleibt. Es ist so furchtbar. Oh, guck mal, ich habe es über 1% gezogen. Yay. Es gab auch noch gar nicht so viele Versuche. 9 Leute haben es versucht. Naja, so viele sind das ja nicht mal. So viele sind das ja nicht mal gewesen. Ich habe da gar nicht so drauf geguckt. 9 Leute haben insgesamt 182 Mal versucht. Wie viel habe ich jetzt Versuche gehabt? 20 oder so? Keine Ahnung. Ah, so viele waren das ja gar nicht. Ich habe irgendwas von 750 am Anfang gelesen, wo ich mich verguckt habe. So, gibt's was Neues? Außer das, was wir schon gesehen haben?
Oh, geh doch bitte direkt rüber zum Stern. Warum? Kann man nicht einfach direkt zum Stern, ohne dass er alle anderen erst anfängt zu suchen? Ach, Gottes Willen. Oh, Twakes hat ein Baby-Star-Level hochgeladen, das eigentlich einfach ist. So, das hatten wir schon. Ach ja, die zwei haben wir noch nicht gespielt. Einer meiner Level wurde 100-mal gespielt und ich habe den Gruselhut erhalten. Hundert Leute haben sich bisher an dem Level versucht. Was? Rasierer hat den Weltrekord. Seit wann denn das? Ist ja sick. Ja, beides geht. Beides geht. Also einmal sind ja da unsichtbare Blöcke, die helfen sollen, wenn man es mit der Feder nicht schafft, hochzufliegen. Aber man kann mit der Feder hochfliegen. Also eigentlich kann man mit der Feder hochfliegen. Lass mich das nochmal kurz ausprobieren. Ich mag mein Level nicht. Wer baut denn so einen Mist? Gott! Jetzt kommt er da oben. Was ist das denn? Geh weg. Da muss der echt schnell durch, sonst kommt er da oben. Das ist doof. Ist ja fast, als wäre der absichtlich so blöd gesetzt worden. So. Mir den Pilz. So, mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Schön rüber, ohne dass man den Sprungknopf drückt. Das klappt immer ganz gut. Oder auch nicht. So, aber jetzt zu... Oh. Wie viele da sterben? Unglaublich. Hätte ich ja nicht gedacht. Inklusive mir. So. Ach Gott. Das ist alles gar nicht so nett. So. Vor allem, ich will ja eigentlich nur zur Federstelle kurz kommen. Hopp. Vorsichtig, langsam. Nein! Ah! Genau das eben nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Uah. Und jetzt komme ich nicht mehr rüber. Ach, Mann! Wie lange nehme ich schon auf? Oh, weia! Ja gut, egal. Nein, ist das blöd, dass der da oben kommt. Wer baut denn so einen Mist? Wer baut denn so einen Blödsinn? Was ist denn mein Ernst? Ich meine, die Stelle hier ist ja alles noch... Ist alles eigentlich einfach nur normales, schweres Level-Design, würde ich jetzt mal sagen. Aber das, was hinten kommt, ist halt... Ich weiß nicht. Das, was dahinter kommt, ist halt irgendwie nicht so... So... Schön. So, das... Nein! Ah! Hol dir das und jetzt nicht... Och! Jetzt werde ich in meinem eigenen Level viel zu ungeduldig. Das gibt's doch nicht. Nein, hör auf damit. Mach das nicht. Huch.
Nimm dir einfach das Springboard mit. So. Speedrun Tactics hier. Eineinhalb Minuten, Alter. Der ist einfach zu krass, der Junge. So, neuer Anlauf. Hoppa! Nichts, och Mann, nicht zurück, du Pflaume! Ich hol's als erstes die Münze da. Gut. Geht das überhaupt? Kann ich nochmal dann, also kann ich die anderen dann danach holen? Ja gut, warum sollte es nicht gehen, ne? Theoretisch geht das schon. Oh, ich... Mein theoretisch ist noch alles drin. Ich könnte noch zurückkommen. Ich könnte noch zurückkommen. Wenn ich keinen Quatsch mache, dann komme ich zurück. Yes. So, genau so war das gedacht. Bis auf, dass man den Pilz verliert. Aber hey. Jetzt muss ich aber halt hier den Teil machen. Okay, ich lasse ihn da oben erstmal durchlaufen. Wir haben genug Zeit. Ich lasse ihn erstmal durchlaufen. Wir haben genug Zeit. So. Nein, nein, ich mache das nicht erst da drüben. Das dauert mir alles viel zu lange. Ich will jetzt hier gleich... Oh mein Gott. Ups. So. Okay. Okay. Das Problem ist halt, den Hinweis, dass es Pilze gibt, kann man, wenn man das jetzt einfach so bekommt, das Level, in irgendeinem Dingsstich, in einem... Hier weißt du schon. Oh, es läuft übrigens gerade. Oh, es läuft gerade. Ah, ich habe nichts gesagt. Schnell rüber. Okay, okay. In einem Endlosmodus, wollte ich sagen. Wenn man es da bekommt, ist es natürlich blöd, weil man nicht weiß, dass die Pilze da sind. Und den Hinweis, dass es Pilze gibt, den kann man ja nur lesen. Ich werde jetzt besser nicht getroffen, sonst raste ich ein bisschen aus. Den kann man ja nur lesen, wenn man die Beschreibung sieht. Das ist ein bisschen ungünstig. To be honest. So, habe ich die Zeit? Ah ne, ich bin ja eh groß. Alles gut, alles gut. Wir kommen zur Feder. Weil ich kann mich jetzt treffen lassen. Ich muss jetzt hier nicht so aufpassen. Ansonsten muss man da mega aufpassen beim Runterlaufen. So. Checkpoint verfehlt man nicht. Manchmal verfehlt man die Feder. Aber nicht immer. So, und jetzt ist eigentlich... Ja, toll. Aber die kriege ich noch. Deswegen sind auch mehrere. So, jetzt ist eigentlich hier genug Anlaufmöglichkeit. Dachte ich. Mist. Ja, und wenn man das nicht hinkriegt, dann sind hier halt die Blöcke. Aber, die sollte man beim mit bisschen rumspringen, sollte man die schon bemerken, oder? Aber ich wäre ja trotzdem, ich wollte es mit der Feder testen, weil ich bin, in meinem Test bin ich da hochgeflogen. Ich habe die Blöcke dann ja nur gesetzt, wenn man die Feder verlieren sollte. Im Übrigen müsste man die Federn irgendwie anders setzen. Ich habe die Federn ja so gesetzt. Ich dachte ja, ne, wenn ich alle drei setze, dann fällt man auf jeden Fall in die Feder rein. Aber alle drei gehen genau zur Seite und sind dann plötzlich wieder wie eine Feder. Was doof ist. Wieso fliegt man denn nicht? Ist das so knapp am Rand? Oh mein Gott. Oder muss ich anlaufen? Kann ich hier so Anlauf stacken?
Das ging ja aber eigentlich nicht, oder? Hä? Ich konnte da in meinen Testläufen immer hochfliegen. Hä? Das gibt's doch nicht. Ich hab das doch nicht anders... hä? Ich hab das doch nicht plötzlich anders gebaut. Hä? Es hat immer gereicht zum Hochfliegen. Cool. Nein, 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 das machen wir nicht. Weil es wird ja bedeuten, man muss jetzt die Blöcke nutzen. Ach, Junge. Sei halt mal ein bisschen kompetenter. Was eine dumme Stelle. So. Aber ich bin da hochgeflogen. Ich schwöre. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich jetzt nicht mehr da hochfliegen? Hä? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich da hochgeflogen bin. Sonst hätte ich da ja keine... Was? Warum geht das nicht? Und es war nicht so knapp, dass ich hier am Rand hochgeflogen bin. Hä? Das geht nicht! Wieso geht das nicht? Ich habe aber gerade eine andere Idee, wie man das auch schaffen kann mit Feder, aber ohne die braunen Blöcke. Das wäre zwar gar nicht so gedacht, aber vielleicht geht das. Lasst mich mal was ausprobieren. Danke. Lasst mich mal was ausprobieren. Das könnte man dann fast als gedacht interpretieren. Das muss gehen. Das geht vielleicht sogar ohne Feder. Das geht vielleicht sogar ohne Feder. Jetzt probiere es erstmal mit Feder. Ja, die kommen wieder, ne? Yes, sehr gut. Also mit Feder könnte ich mir das vorstellen, dass man da rein... Ja toll, das halt nicht. Mit Feder könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwie reinspringen kann von hier aus. Na, mit Feder so reinschweben, das ist, glaube ich, drin. Aber eigentlich konnte man hier hochfliegen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Nicht in meinem Ansatz. Nicht mal im Ansatz. Hä, habe ich das kürzer gebaut, weil ich doof bin? Der fliegt nicht mehr. Geh weg, blöder Block. Na, und jetzt mit der Feder. Das probiere ich jetzt erstmal aus. Dann wäre ich schon mal happy, dass das zumindest funktionieren würde. Dann könnte man sagen, es ist so gedacht. Weil ich will auf keinen Fall, dass es nur mit den versteckten Blöcken lösbar ist. Das will ich ja gerade nicht. Die sollen ja nur eine Hilfe sein, wenn man es nicht anders hinkriegt. Aber ich will nicht, dass das die Lösung ist. Weil dann wäre das richtig dummes Level. Das ist also noch dümmer, als es eh schon ist. Oh Gott, das geht halt auch nicht vernünftig. Scheiße. Ja, es könnte. Nee, so nicht.
Ist so, oh mein Gott. Nope. Nein! Ist halt selbst mit Feder, ist es dumm. Aber ich konnte da hochfliegen. Was meine ich, by the way? Dass die zu einer Feder werden. Und eben nicht alle drei in der Reihe sind. Ich hätte die ganz anders setzen müssen, dass die da so drei, dass da drei in einer Reihe sind. Oh, ich muss echt bald mal ein neues Level bauen, weil das ist ja furchtbar, was ich hier präsentiere. Das ist das einzige Level, was ich von mir präsentiere. Das ist nix. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Ich will einfach ein normales, schönes, faires Level bauen, was Spaß macht. Das sollte eigentlich auch Spaß machen, aber irgendwie macht es das überhaupt nicht. Vor allem, ich fliege nicht. Ich kann nicht hochfliegen. Das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Ich konnte fliegen. Ich schwör's. Bei meinen Tests konnte ich hier fliegen. Das gibt's doch nicht. Habe ich das aus irgendeinem Grund dann versehentlich kürzer gebaut? Habe ich irgendwie den Block plötzlich verschoben und das ist kürzer geworden? Jetzt muss man es echt so spielen. Das ist ja komplett dumm. Ja gut, der Teil ist dann sowieso... Der Teil ist komplett witzlos. Vor allem fängt die, hört die Musik halt wieder auf. Ich hätte die durchziehen müssen. Die, die... Die, na, sag schon. Die... Die Musik. Die Musik hätte ich irgendwie durchziehen müssen. Das muss ich noch lernen, wie das geht. Ja, kein Kommentar dazu. Also, es funktioniert nicht so, wie ich wollte. So viel kann ich sagen. Scheiße. Naja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.